Sie war die Zweitplatzierte bei Unser Star für Oslo. Aber eigentlich sind sich alle sicher, dass sie das größere Talent ist, Jennifer Braun. Und wir sind heute hier in Eltville, um uns davon zu überzeugen. Wir dürfen sie begleiten mit ihrem Produzenten ins Tonstudio, dürfen da auch Aufnahmen machen. Und ja, wir werden hören, was sie für Pläne hat, für Projekte und wie es in ihrem Leben jetzt weitergeht. Also, kommen Sie mit. Hallo, hallo Jennifer. Schön, hey, dass ihr da seid. Danke. Wie geht's dir? Gut, ja? Geht's mir, danke, ja. Du siehst ein bisschen erkältet aus? Ja, ist halt kalt, ne? Komm direkt aus dem Urlaub und ist noch ein bisschen frisch für mich hier in Deutschland. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg, dann wird's uns warm bei. Alles klar. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg erstmal zum Bäcker, ne? Du holst dir da immer was Besonderes oder jedes Mal was anderes? Meistens eine Brezel, die mag ich ganz besonders gerne, ja. Und wenn du irgendwie mal Lust auf was Süßes hast, gibt es das auch beim Bäcker, dass du dir irgendwas anderes holst? Ja, wenn ich so was Süßes habe, dann ist es meistens ein Schokocroissant oder sowas in der Art. Ja, das mag ich auch ganz gerne. Aber Croissant, Kalorien. Also das heißt, du achtest da schon drauf, ne? was du so isst und so, weil du musst wahrscheinlich deine Figur auch gut halten für die ganzen Auftritte und so? Also eigentlich ist mir das jetzt nicht so wichtig, ich achte nicht so darauf. Wenn ich Lust habe, ein Croissant zu essen, dann esse ich auch eins. Aber ich bevorzuge irgendwie die Brezel, Gott sei Dank. Morgen. Hallo, morgen. Ich hätte gern eine Brezel, bitte. Eine Käsebrezel oder eine Laugenbrezel? Laugenbrezel. Ohne Käse. Das heißt, du achtest auf deine Figur oder woran liegt das? Nein, es geht nicht um die Figur, es geht tatsächlich um den Käse. Das geht gar nicht mit Singen. Käse, das belegt deine Stimme oder was macht der Käse? Der Käse belegt die Stimme, man fühlt sich aufgepumpt, ja, wie soll ich sagen. Also es ist einfach nicht gut. Gesang hört sich danach nicht mehr an wie sonst. Genauso wie Milch belegt die Stimme auch total, fühlt sich verschleimt an. Generell so Milchprodukte, auch Joghurt und Quark und solche Dinge darfst du gar nicht essen? Nee. Okay. Geht leider gar nicht. Halleluja, das ist ein ganz schön großer Verzicht, oder? Oder kannst du damit leben? Ich kann damit leben, weil generell vom Singen essen mache ich nicht. Ich lasse mir da 2 Stunden Pause zwischendrin, weil ich mich sonst einfach auch zu voll gegessen fühle. Und jetzt morgens mal auf eine Käsebrezel kann man schon verzichten. Okay. Aber nach dem Auftritt darfst du dann? Nach dem Auftritt darf ich dann. Okay. Alles. Wunderbar, alles, dann bin ich ja beruhigt. Was macht das? 65. To hold on to, you give me something I can't believe in. Hey you, what do you do to make me feel this way for you? It's like I never wanted anyone before you. Hey you, what do you say to me? Jenny schätzt sich eigentlich unheimlich versatile ein. Das heißt, also sie kann auf unheimlich unterschiedliche Arten interpretieren. Also man kennt sie ja damals von Unser Star für Oslo richtig mit Powertönen, immer so richtig so, was heißt mal, Gossip zum Beispiel. Und als ich das zum ersten Mal gehört hatte, weil ich kannte sie ja also vor Oslo auch nur aus dem Fernsehen und bevor wir gearbeitet hatten und sie das erste Mal dann diese Töne von sich gegeben hat, auf eine ganz andere Art, die ich noch gar nicht kannte, da dachte ich, ist ja eine ganz andere, die auf einmal da sitzt oder steht vor dem Mikro, besser gesagt. Und das finde ich immer sehr überraschend, wenn ein Künstler verschiedene Seiten hat und sie auch zeigen kann. Klar, also gemischt ist es ja noch nicht. Du meinst die hier, ja? Peter arbeitet zwischendurch halt auch ohne mich und zeigt mir dann, was er verändert hat. Fragt mich, was ich noch gut finde als Idee. Und ja, es ist einfach jedes Mal lustig. Man sitzt einfach zusammen und hört sich das an und man entdeckt immer wieder irgendwas, was dann doch anders klingt oder lustig klingt. Und es war ein ganz normaler Arbeitstag im Studio, nur halt ausnahmsweise mal in Wiesbaden und nicht in Frankfurt. Jetzt habt ihr auch gesehen, wie Jennifer arbeitet, wo sie arbeitet, mit welchen Leuten und wie so ein Arbeitsprozess aussieht, wie so ein Song entsteht. Und ja, wenn ihr sie live sehen wollt, dann schaut am 4. September Kübelbergs Talk Night. Bis bald.